begrüße euch herzlich zum Wochenthema, das vom vierten Sonntag nach Epiphanias ausgeht. Es heisst im Psalm 66, im 5. Vers: Kommt her und seht an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Und natürlich ist es schon so, wenn man merkt, dass jemand eine Gottesbegegnung hatte oder ein Gotteserlebnis, der hinterlässt das immer Spuren. Da kann man sagen, können wir schauen, was das hat bewirkt. Wie zum Beispiel eben Israel, in dem Psalm 66 wird beschrieben, sie sind durch das Rote Meer gezogen. Die Leute sind sicher, wo sie rausgekommen sind, wo das alles vorbei war, andere Menschen waren. Aber jetzt kann man das Thema noch ein bisschen von einer anderen Seite beleuchten. Das werden wir jetzt machen, nämlich nicht, was Gott so quer tut, reinweben, irgendein in unserem Leben, sondern der ganze Zettel, der aufgespannt ist, wo nachher das Leben darauf gewoben wird, nämlich so seine Grundstruktur, so etwas wie eine Architektur, die in jeder Biografie mehr oder weniger übereinstimmt, so wie Gott eben unser Leben konzipiert. Es gibt so ein wunderbares Wirken von Gott an uns, wo vielleicht der sagt, ja, das war bei mir nicht, aber da könnte ich natürlich sagen, habt ihr es vielleicht vergessen? Die 9 Monate. Die 9 Monate, wo wir praktisch wie im Paradies waren. Das ist eine Zeit, wo dem Reich von Gott sehr, sehr nahe kommt. Und da werden auch Grundlagen gelegt, dass sich ein Mensch auch später immer wieder zurücksehen in das Reich vom Frieden. Er gehört nämlich monatelang ein Herz über sich schlagen. Er erlebt so etwas wie eine Urgeborgenheit. Aus dem kommt er auch ein Urvertrauen. Er lernt dort irgendwie, was gut und schlecht ist. Man kann das nicht so kognitiv sagen, aber irgendwie im Innersten legt sich das fest. Es ist die Zeit, wo wir ohne größere Störungen in unserem mütterlichen Paradies sein können. Da gibt es keine Ausnahmen, alle haben das so erlebt. In dieser paradiesischen Zeit von 9 Monaten haben wir nicht gerannt, haben nicht geschrauen. Gott hat an uns können wirken, ohne dass Menschen massgeblich reingepfuscht. Wir waren dort schon Seelen, auch wenn man körperlich noch nicht viel festgestellt hat am Anfang. Weil unter anderem die Zahnärztin aus Kolumbien, die nach einem Blitzschlag für Momente im Jenseits war, hat gesehen, wie das Seelen entsteht bei der Zeugung. Das haben auch andere gesehen, nämlich der Mensch ist schon eine Seele, auch wenn der Körper eben noch fast gar nicht zu sehen ist. Er hat schon eine grosse Wahrnehmungsfähigkeit. Das Wichtigste wirkt schon auf ihn ein. Geborgenheit und Liebe haben wir schon auftanken können. Das wird sehr wichtig sein für die kommende Zeit. Eines Tages ist alles verändert. Ein Prozess kommt in Gang, die Austreibung aus dem Paradies. Austreibung brauchen sogar Gynäkologen als Wort für das, was jetzt geschieht. Jetzt muss das Kind, der Winzling, in den Kanal rein. Er merkt, es ist vorbei mit dem Frieden. Er wird in einen Prozess hineingenommen, wo er selber nicht mehr viel versteht. Schlussendlich hört er plötzlich laute Stimmen, sieht gleissendes Licht, das er vorher auch noch nie gesehen hat, bekommt Angst, lässt einen Schrei ab und die Eltern sagen, es lebt, es hat geschrien. Aber der Winzling hat natürlich Angst vor dieser neuen Welt. Das ist für ihn ein Schock, ein regelrechter Lebensschock. Wir sagen dem, er erblickte oder sie erblickte das Licht der Welt. Hat Gott jetzt sein Wunder zerstört? Am Schluss kommt das Paradies ja dann noch so raus, als Fruchtblase, also so einen unansehnlichen Sack. Das ist dann alles, was eigentlich zurückgeblieben ist von dieser schönen Zeit. Die Zerstörung von diesem ersten wunderbaren Paradies ist an Dramatik nicht zu überbieten. Warum zerstört Gott das Paradies? Warum lässt es nicht einfach dort in? Es hat doch Frieden, es hat Ruhe. Aber nein, es kann nicht mehr weiter wachsen. Alles, was es dort mitnehmen und aufnehmen konnte, hat es jetzt aufgenommen. Das ist parat für den nächsten Schritt. Darum zerstört Gott das kleine Paradies für das Licht dieser Welt. Und das heisst nachher, willkommen in einer Welt, wo Gott gehört, eine Welt, die er erlöst hat durch das Blut von seinem Sohn, bis willkommen in dieser Welt. Und so hat die Grosskirche nachher, anstatt so einen Zerstörungsschlegel irgendwie zu zeigen, einen Glockenschwengel gemacht, der nämlich läutet bei den Taufgottesdiensten. Und so zum Zeichen, bis willkommen in dieser Welt, die Gott erlöst hat, wird nachher zur Taufe geläutet und die Kinder werden so aufgenommen. In unserer nächsten Folge werden wir sehen, wie Gott bei dieser wundersamen Architektur der Biografie durch das Wesen des Kindes der Erwachsenenwelt ins Staunen versetzt. Er braucht die Kinder, um die Erwachsenen noch einmal lernen zu staunen. Und das ist auch wieder eine ganz spezielle Zeit, die heisst, können wir schauen, was Gott für Wunder tut.